Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben wieder zwei wichtige Themen für euch, die jetzt bald auf uns zukommen und deswegen wollen wir da mal einen kleinen Blick drauf werfen. Jetzt ist der 15. ein wichtiges Datum, denn angeblich sollte man ab dem 15. auch die Tickets erwerben können für diese Spezialforschung, die am 2. November startet, dieser spezielle Tag, den man überall auf der Welt machen kann, vom 2. bis, also vom, am 2. November von 11 Uhr bis 19 Uhr. Wir wollen jetzt aber erstmal auf das Halloween-Event gucken, was demnächst startet, nämlich am 17. November. Und danach noch was zu den Regis, die zurückkommen. Regi-Stil, Regi-Rock, Regi-Eis, auch schillernd, was es damit auf sich hat. Und hier ist ein kleines Video zum Halloween-Event, das wollen wir uns zusammen jetzt erstmal anschauen. Und wir gucken sie uns gleich nochmal an und gehen mal auf ein paar Sachen ein. Da ist nämlich Krypuk zu sehen und Krypuk, wisst ihr ja, war letztes Jahr Spezialforschung im Halloween-Event. Und das Halloween-Event war sowieso das erste Event im Pokémon Go, was es jemals gab, damals 2016. Ihr wisst ja, das hat alles im Sommer angefangen. Halloween kam das erste Event, war damals Halloween, da gab es noch keine Spezialforschung. Letztes Jahr Spezialforschung eingeführt, Krypuk, jetzt wurde darauf spekuliert, ob dieses Jahr Krypuk als Shiny released wird, scheint aber nicht so zu sein, also ist eigentlich nicht so interessant, wenn man es letztes Jahr schon mitgemacht hat, aber vielleicht ein zweites, dann kann man nämlich eins tauschen als Lucky, ein normales Soda, man hat bessere Chancen dann Lucky zu bekommen, wer noch keins hat. Und vielleicht sind ja auch ein paar interessante Aufgaben dabei oder ein paar schwierigere oder irgendeinen Unterschied wird es vielleicht noch geben, den wir noch gar nicht kennen. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Wer aber letztes Jahr nicht gespielt hat, wird sich freuen, nochmal die Chance zu haben, Krypuk zu bekommen. Krypuk, also ganz großer Teil der Halloween-Reihe, des Halloween-Events. Dann habt ihr Pikachu mit Kostüm, was es in der Wildnis gibt, was auch shiny sein kann. Also wenn ihr eure Pikachu-Shiny-Sammlung mit Hüten und allem drum und dran vervollständigt habt, müsst ihr jetzt wieder zuschlagen und Pikachu mit Kostüm auch als shiny jagen, was es eben in der Wildnis gibt. Also raus und in der Wildnis fangen, was das Zeug hält. Die werden sicherlich wieder überall sitzen. Bisasam wird es geben natürlich, auch mit Kostüm. Als ein Sterne-Raid, nicht in der Wildnis, da hatte ich ja heute noch eine wilde Diskussion, aber laut den ganzen Texten kann man nun lesen, wird es auch als Shiny geben, aber eben nur aus einem Einer-Raid. Genauso eben wie Shiggy, genauso eben wie Glumanda, die drei Starter eben aus Einer-Raids, aber auch als Shiny möglich. Pikachu in der Wildnis shiny, die drei Starter aus den Raids shiny, das ist wieder mal Geldmacherei, wird mir jetzt einige sagen. Dann wird es Dark Ray geben als neuer Level 5 Raid Boss, also direkt nach Giratina kommt der nächste böse Raid Boss auf uns zu, bester Unlichtangreifer. Da sind wir gespannt. Erstmal normal eingeführt, ist ja ein neues Pokémon, da muss man also noch nicht so übelst abgehen. Ich gehe erst ab, wenn das dann zurückkehrt und als Shiny reinkommt, denn den Fehler habe ich damals immer gemacht. Deswegen bin ich auch so hoch verschuldet, weil ich damals immer von jedem Pokémon 10.000 Raids gemacht habe. Und dann hat man erst das System erkannt, dass die ja erstmal kommen und dann kommen sie nochmal wieder. Und ihr habt so viele Chancen, also müsst ihr nicht am Anfang so viel reinstecken. Außer es macht euch Spaß, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Und das, darum soll es ja eigentlich gehen. Generell gibt es da natürlich auch andere Raids, die ihr seht. Es wird noch spezielle Halloween-Events, Event-Raids geben, auch spezielle Eier, spezielle wilde Spawns wird es natürlich geben. Hier sehen wir ganz deutlich viele Geist-Pokémon, aber auch Lichtel, was jetzt neu in der 5. Generation war, oder auch Golbit in der 5. Generation neu eingeführt. Wenn es die wild gibt, werden einige ihren Pokédex natürlich noch vervollständigen. Und noch ein neues Pokémon, was auch eingeführt wird, wo ich den Namen jetzt leider wieder mal nicht weiß. Und das eben genau wie Yawgleff und Nagelotz.
direkt eingeführt und auch als Shiny. Da werden die Leute also wieder übelst abgehen. Dann gibt es natürlich wieder diesen Bonbon-Bonus, dass ihr also für das Verschicken von Pokémon doppelte Bonbons bekommt. Aus Raids bekommt ihr doppelte Bonbons, aus Eiern bekommt ihr doppelte Bonbons. Ihr bekommt beim Buddy doppelte Bonbons, denke ich mal. Ihr kriegt für alles, was ihr macht, doppelte Bonbons. Also immer schön die gelbe Beere auch benutzen. Wenn euch noch Einträge fehlen oder ihr ein bestimmtes Pokémon pushen wollt, dann richtig genial, neue Avatar-Items, vor allem spooky Avatar-Items. Der Rucksack sieht richtig genial aus, einmal von Mimikma, einmal ein Zubat-Rucksack, aber das Pikachu-Kostüm, was ist daran bitte spooky? Das sieht doch eigentlich nur, das sieht aus wie ein Osterhase, ein gelber Osterhase, aber spooky ist doch was ganz anderes. Das ist hier, das ist viel mehr spooky. Ich habe nämlich noch mein Schlafshirt an, mit dem ich mich dann gleich wieder hinlege. Aber wir schauen noch mal weiter, was da jetzt noch kommt. Genau, noch ein wichtiger Punkt, neue Shadow-Pokémon. Und da werden wir auch demnächst noch eine Folge machen, denn die erste, zweite und dritte Welle ist jetzt durch. Das ist dann also die vierte Welle an Shadow-Pokémon, die reinkommt. Da muss ich noch ein Video machen, wie ich die dritte Welle komplett habe und entwickle und alles so. Ich sammle die ja alle wieder von jedem eins, wie ein Shining Libidex und ein, was? Shiny Libidex? Ein Living Shiny Dex, auch ein Living Crypto Dex. Hört sich komisch an, aber ihr wisst natürlich, was ich meine. Wo dann eben auch hier natürlich Schubbelt dabei ist, Lapras dabei ist, Magma dabei ist und noch viele andere. Was dann aber natürlich noch genialer ist, denn Niantic lässt uns ja wie gesagt keine Ruhe. Kurz nachdem das angekündigt war mit dem Halloween-Event, gab es auch noch direkt nach dem Halloween-Event die Ankündigung für den 2. November für diese globale, die kolossale Entdeckung, für diese Spezialforschung Regigigas, die Regi. Das Regi-Trio kommt zurück, Regi-Steel, Regi-Eis, Regi-Rock. Da haben wir hier nämlich noch eine kleine Info. Regi-Eis, Regi-Steel und Regi-Rock kehren für kurze Zeit in die Raids zurück. Und wirklich kurze Zeit, ich meine beim Halloween-Event habt ihr 2 Wochen, wo ihr trotzdem sehen müsst, wenn ihr wirklich Bisasam, Glumanda und so mit den Kostümen, wenn ihr die Starter wirklich als Shiny haben wollt, müsst ihr euch schon ranhalten und müsst da raiden, was das Zeug hält, um die mit Kostüm Shiny aus dem Raid zu ziehen. Ich denke mal, eins würde reichen von jedem mit Kostüm. Shiny ist übertrieben, muss man nicht machen. Die richtigen Hardcore-Suchtis machen das natürlich trotzdem. Aber bei den Regis, was ich nicht verstehe, ist es nochmal komplett anders. Denn vom 1. November bis zum 4. November, das sind gerade mal 3 Tage sozusagen, gibt es folgende Boni. Regi-Eis, Regi-Steel und Regi-Rock erscheinen in Level 5 Raids auch in ihrer schillernden Form. Und die Leute hätten sich jetzt gewundert, also damals war es so, da war eins von den Regis einen ganzen Monat da und die Leute haben abgekotzt und hatten kein Interesse und keinen Bock, weil die so schwach waren. In der schillernden Variante hätten die Leute doch viel mehr Bock, die auch zu raiden. Jetzt sind sie alle gleichzeitig da und dann auch nur 3 Tage. Was macht Niantic da? Wollen die Leute so unter Druck setzen, dass die wirklich dann sagen, okay, ich werde jetzt hier 100 Euro investieren und so viele Raids machen, wie nur geht? Oder warum haben die nicht eine Woche gemacht? Ich hätte eine Woche das eine gemacht, eine Woche das zweite, eine Woche das dritte, sodass man trotzdem mit dem, wenn man nur mit dem freien Pass spielt, 7 Tage lang die Möglichkeit hat auf ein Shiny, dann 7 Tage für das andere und so weiter. Aber man weiß überhaupt nicht, was man machen soll. Man muss das machen, das andere, das hier, die Spezialforschung, alles kreuz und quer. Also da geht's wieder richtig ab. Pokémon mit effektivem Typ gegen die 3 Golems erscheinen häufiger in der Wildnis und schlüpfen häufiger aus Eiern. Erstmals könnt ihr ein schillerndes Panzer-Aeron fangen. Da freut sich der Ispo sicherlich wieder, weil Panzer-Aeron fand er damals schon so cool. Oder für Leute, die die Stahlmedaille noch nicht voll haben, die können natürlich auf Panzer-Aeron-Jagd gehen. Shiny-Sammler sowieso. Eibrutmaschinen sind doppelt so effektiv. Ihr braucht also wieder die halbe Distanz nur für die Eier. Außerdem wurden weitere Details zum Ticket-Event, eine kolossale Begegnung, bekannt. Das Event läuft am 2. November von 11 bis 19 Uhr. Egal, wo ihr auf der Welt seid. Das Ticket kostet 8,99 €. Das war ja eigentlich schon bekannt, beziehungsweise konnte man vermuten. Durch die Teilnahme schaltet ihr eine Spezialforschung frei, deren Belohnung Regigigas sein wird.
Das ist natürlich richtig genial. Neues Pokémon wieder mal, was noch keiner hat. Außerdem erhaltet ihr bis zu 10 kostenlose Raid-Pässe, eine Medaille, darauf freue ich mich besonders, einen Sinnostein, brauche ich eigentlich nicht mehr, habe noch so viele, einen Einhallstein, auf den ich jetzt die ganze Zeit gewartet habe, bis ich endlich mein Lichtel entwickelt habe, sowie eine exklusive Avatar-Pose. Bisher habe ich mir noch keine gekauft, dann kann ich ja mal eine nehmen, die dann jeder hat, daran könnt ihr erkennen, wer ein Ticket gekauft hatte und wer nicht. Und wenn ihr nicht an dem Event teilnehmen könnt, ist es auch keine Schande, weil Regigigas wurde jetzt auch schon angekündigt als nächster X-Raid-Boss. Sprich, wenn Mewtwo dann weg ist, wird es also Regigigas als X-Raid-Boss geben. Und da fällt mir gerade ein, das heißt auf Deutsch auch, die nächste Raid-Stunde ist noch mit Giratina und die nächsten zwei Raid-Stunden sind danach also mit Dark Ray oder Dark Ray, wie auch immer man den ausspricht. Auf jeden Fall wird es richtig interessant. Ihr seht, der Oktober wird ein richtig krasser Monat. Diese Spezialforschung, ein neuer 5er-Boss, drei neue schillernde Legendäre, andere Legendäre, ein neues Pikachu, alles Mögliche, neue Pokémon, neue Shinies. Da wird man wieder überflutet von vorne bis hinten. Wir freuen uns aber auf jeden Fall. Der Adi hoffentlich auch, gell? Adi, was sagst du dazu? Der ist schon wieder müde, der sieht aus wie eine Wurst. Und wem es nicht aufgefallen ist, ich habe schon wieder ein bisschen umdekoriert und das alles hier ein bisschen umgebaut, damit ich jetzt auch sitzen kann und nicht ganz unten hängen, hier noch was hingestellt habe, da noch was verändert habe, hier einen Tisch hingestellt. So kann der Adi jetzt auch, wenn ich aufnehme, sich gemütlich hierher setzen und auf dem Tischchen liegen. Gerne spielt er natürlich auch mal hier mit dem Kabel, gell? Kleine Wurst. Und vielleicht können wir ja hier demnächst auch irgendwelche Ramses Kitchen Videos drehen. Wenn ich das nämlich hier liegen habe und das schön beleuchtet ist, sieht man das natürlich, den Braten in der Röhre. Hier oben kann ich reden, kann das dann auch in die Kamera halten, dass es beleuchtet ist, dass das saftig aussieht, was auch immer das ist. Ein saftiger Apfel bestimmt. Und hier unten kann ich es dann zeigen. Da werde ich mir aber noch irgendwie eine weiße Unterlage hier organisieren oder eine weiße Tischdecke und nicht das auf dem Grün. Weil in der Küche ist immer so wenig Beleuchtung, das sieht immer alles kacke aus, aber wir entwickeln uns ja weiter. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Adi, euer Ramses.